Guten Abend erst einmal. Hallo an alle. Es sind jetzt schon zweimal die Defizite des bundesrepublikanischen Geschichtsunterrichts erwähnt worden. Und eben das ist für mich auch ein Grund, warum es so wichtig ist, sich immer wieder von links mit der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung allgemein und der Deutschen Revolution im Besonderen auseinanderzusetzen. Weil das ein Thema ist, das sehr stiefmütterlich behandelt wird, sowohl im deutschen Schulgeschichtsunterricht als auch im medialen Diskurs. Wenn überhaupt die Revolution von 1918 FF behandelt wird, dann nur als die Episode der Novemberrevolution. Das wird üblicherweise dargestellt als erst war Monarchie, dann kam die Novemberrevolution, die die parlamentarische Demokratie geschaffen hat. Damit war Happy End und Weimar, bis die Nazis kamen. Es wird sehr stark ausgeblendet, dass die Novemberrevolution von einer fünfjährigen Epoche des Bürgerkriegs und der Revolution in Deutschland begleitet wurde und es einen heftigen Kampf darum gab, ob die Hohenzollernmonarchie von einer parlamentarischen Demokratie beerbt werden soll oder von einer sozialistischen Gesellschaftsordnung. Das ist zwischen der SPD, die für eine bürgerliche Gesellschaftsordnung, für die parlamentarische Demokratie eintrat, und der kommunistischen Linken einen jahrelang blutigen Kampf gab mit tausenden Toten in Deutschland. Und dieser Kampf ist etwas, das öffentlich sehr wenig behandelt wird, weswegen es mir wichtig erscheint, das immer wieder von links in Erinnerung zu rufen. Damit würde ich jetzt irgendwie zum Überleiten zu meinem Referat über den Kapp-Putsch, das einen ersten Höhepunkt dieser Revolutionsbewegung in Deutschland darstellt. Die Ereignisse rund um den Kapp-Putsch 1920 stehen nicht im luftleeren Raum, sondern sind ein erster Höhepunkt der revolutionären Welle, die Deutschland von 1918 bis 1923 erfasste. Die Krisenphase begann 1914 mit der Entfesselung des Ersten Weltkrieges und des damit einhergehenden Zerfalls der Zweiten Internationale. Die SPD, in der sich schon seit Jahren der reformistische rechte Flügel, repräsentiert von Figuren wie Friedrich Ebert, durchgesetzt hatte, stellte sich ungeachtet ihrer bisherigen revolutionären Phrasen hinter die kaiserliche Regierung und ihren imperialistischen Krieg. Die SPD-Fraktion im Reichstag stimmte für die Finanzierung des Krieges. Die sozialdemokratische Presse rief die deutschen Arbeiter auf, für die Verteidigung des Vaterlandes zu kämpfen und zu sterben. Einen ähnlich radikalen Bruch mit den bisherigen internationalistischen und auf dem Papier revolutionären Prinzipien der Zweiten Internationale gab es auch in anderen kriegführenden Staaten. Fast überall hielt die Sozialdemokratie patriotischen Burgfrieden mit ihrer jeweiligen Regierung und deren Kriegführung. Ein anfangs sehr kleiner linker Rand der Arbeiterinnenbewegung distanzierte sich aber scharf von dieser politischen Degeneration der Zweiten Internationale und proklamierte ein revolutionäres Programm und Widerstand gegen die Fortführung des imperialistischen Massenmordes. Insbesondere der von Lenin geformte bolschewistische Flügel der illegalen russischen Sozialdemokratie stellte sich von Anfang an gegen den Krieg, gegen die Parolen des Burgfriedens und gegen die reformistische Entartung der marxistischen Prinzipien. In Zimmerwald in der neutralen Schweiz fanden zwei Konferenzen statt, auf denen sich Vertreterinnen der marxistischen Minderheit der Sozialdemokratie trafen und beratschlagten. Gewaltigen Aufwind bekam diese aufkeimende Unzufriedenheit mit dem Kurs der regierungstreuen Sozialdemokratie 1917 durch die russische Revolution. In der Februarrevolution wurde die zaristische Regierung durch Massenproteste der russischen Rüstungsarbeiterinnen und die Solidarisierung der Soldaten mit ihnen innerhalb weniger Tage zu Fall gebracht und eine von liberalen und reformistischen Sozialisten dominierte bürgerliche Republik begründet, die sich aber innerhalb weniger Monate vollkommen blamiert hatte, weil sie weder willens war, endlich den verhassten Krieg zu beenden, noch fähig, etwas Wirksames gegen die massenhafte Verarmung und Hungersnot in Russland zu unternehmen. Unter der Parole von Frieden und Brot beseitigten die von proletarischen Massen und der Mehrheit der Armee lebhaft unterstützten Bolschewiki in der Oktoberrevolution Kerensky und seine liberale Republik und begründeten den ersten sozialistischen Arbeiterinnenstaat der Geschichte. Ein Ereignis, das in der ganzen Welt Angst bei der Bourgeoisie und Neugier und Begeisterung bei den unter Krieg und Verelendung leidenden Massen auslöste. In Deutschland kam es Anfang 1918 unter dem Eindruck der Oktoberrevolution zu massenhaften Streiks in der Rüstungsindustrie, die unter aktiver Beteiligung der SPD unterdrückt wurden. In der Armee breiteten sich Kriegsmüdigkeit und Sympathien für die Sowjets aus. Und die USPD, die als Linksabspaltung der SPD entstanden war und für Frieden und entschiedene Sozialreformen eintrat, entwickelte sich zu einem ernsthaften politischen Faktor.
Reif für die Revolution wurde Deutschland aber erst, als nach dem Scheitern der letzten großen deutschen Offensiven an der Westfront im Frühjahr 1918 klar geworden war, dass der Krieg verloren war, die kaiserliche Regierung ihre Soldaten völlig sinnlos weiter verheizen und die Bevölkerung weiter leiden lassen wollte. Im Herbst 1918 unternommene Versuche der sich zusammenbrauenden revolutionären Stimmung im Land durch eine Regierungsumbildung und Schritte hin zu einem parlamentarischen System zu unternehmen, kamen zu spät. Als der deutschen Hochseeflotte im November 1918 befohlen wurde, zu einer sinnlosen letzten Schlacht gegen die englische Flotte auszulaufen, rebellierten die Marinesoldaten. Innerhalb von Tagen schlossen sich auch im Heer eine Einheit nach der anderen dem Aufstand an. Und in Großstädten übernahmen Arbeiterinnenräte die Macht, gestützt auf die USPD. Als der Aufstand, aus dem inzwischen eine Revolution geworden war, Berlin erfasste, dankten der Kaiser und die anderen deutschen Fürsten ab und eine von der SPD geleitete Übergangsregierung übernahm die Macht, um Friedensverhandlungen einzuleiten und den Übergang in ein parlamentarisches System zu organisieren. Gleichzeitig aber wollte die SPD, deren reformistische Degeneration sich in den Kriegsjahren und in Auseinandersetzungen mit der USPD noch mehr vertieft hatte, verhindern, dass aus der politischen Revolution gegen Krieg und Monarchie eine soziale Revolution zum Sturz des Kapitalismus und zum Aufbau eines sozialistischen Systems nach bolschewistischem Vorbild würde. Die heterogene, kompromisslerische, zaudernde USPD war trotz ihrer anfangs sehr hohen Popularität unfähig, der SPD-Führung Paroli zu bieten, wurde von Ebert und Co. aus den Räten verdrängt, politisch ausmanövriert und an den Rand geschoben. Aus Frustration über die Unfähigkeit der USPD, die Revolution gegen den Widerstand der SPD voranzutreiben, spaltete sich deren linker Rand im Januar 1919 unter Leitung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht als eigenständige kommunistische Partei ab. Die KPD war geboren. Innerhalb kürzester Zeit wurde die junge Partei aber enthauptet. Als es kurz nach Gründung der Partei in Berlin einen spontan schlecht organisierten Aufstand kommunistischer Arbeiterinnen gegen den Verrat der SPD an der Revolution gab, schloss der um Erhalt der kapitalistischen Ordnung bemühte Friedrich Ebert ein Bündnis mit den Freikorps. Rechtsradikalen Einheiten, die auch nach dem Waffenstillstand freiwillig in der Armee geblieben waren, um nun für Zucht und Ordnung in der Heimat zu sorgen. Der Berliner Aufstand, der sogenannte Spartakistenaufstand, wurde brutal niedergeworfen. Luxemburg, Liebknecht und andere Kader von Freikorpssoldaten gefangen genommen und ermordet. Es dauerte nicht lange bis zu den nächsten Ausbrüchen der nur mühsam unterdrückten revolutionären Energie der Berliner Arbeiterin. Im März 1919 gab es den nächsten, wesentlich größeren Aufstand kommunistischer Berliner Arbeiterin, bei dessen Niederwerfung die von der SPD in den Kampf geschickte Armee Artillerie und Kampfflugzeuge gegen die Arbeiterbezirke im Berliner Osten einsetzte und bis zu 2000 Menschen tötete. Kurz darauf kam es auch in München zu einem Aufstand, bei dem zunächst die USPD, dann die KPD das Ruder übernahm und eine sozialistische Bayerische Volksrepublik proklamierte. Nach wenigen Wochen wurde München von den Freikorps zurückerobert und nicht nur die örtlichen kommunistischen Kader, sondern auch hunderte Gewerkschafter und linke Arbeiterinnen von den Siegern abgeschlachtet. Mit diesen entscheidenden Siegen gegen das revolutionäre Proletariat im Januar, März und Mai 1919 schien die Wiederherstellung des bürgerlich-kapitalistischen Staates in Deutschland ausreichend gesichert, dass die Alliierten im Juli den Handelsboykott gegen Deutschland aufheben konnten. Auch die bürgerliche Weimarer Demokratie konnte nun zur inneren Konsolidierung schreiten und im selben Monat ihre Verfassung verabschieden, die Deutschland offiziell in einen parlamentarischen Staat verwandelte, statt einer Sowjetrepublik. Die Arbeiterräte, die sich im November 1918 gebildet und mehrere Monate lang tatsächlich die Macht in Deutschland ausgeübt hatten, existierten zwar noch, hatten aber jeden Anteil an der politischen Macht an die Regierung verloren und sich in rein innerbetriebliche Organe verwandelt, aus denen unsere heutigen Betriebsräte hervorgingen. Trotzdem wagte Ebert nicht, sie einfach komplett aufzulösen, was immer noch zu neuen revolutionären Ausbrüchen der Arbeiterinnen hätte führen können, die damals kontinuierlich weiter nach links drifteten, auch wenn sie nun viel schlechtere Ausgangsbedingungen hatten als zuvor. Musik
So wurden die Räte zwar beibehalten durch Artikel 165 der neuen Verfassung, aber zu ganz normalen Betriebsräten im modernen Sinne umgewandelt, die keinerlei über ihren Betrieb hinausgehende politische Bedeutung mehr besaßen. Schrittweise ging das deutsche Großkapital mit Billigung der Ebert-Regierung jetzt daran, die Zugeständnisse zurückzunehmen, die sie in den Monaten zuvor zur Besänftigung der revolutionären Flutwelle hatten eingehen müssen. Die Löhne sanken jetzt wieder, die Arbeitszeiten wurden wieder ausgedehnt und die mutiger gewordenen bürgerlichen Parteien versuchten, das Streikrecht zu beschneiden. Seit Mitte 1919 ebbte die erste große Revolutionswelle nicht nur in Deutschland langsam ab. In Ostmitteleuropa hatte sich das Habsburgerreich in eine Reihe kleiner Nationalstaaten aufgelöst und war im neuen ungarischen Staat eine kommunistische Räterepublik unter Béla Kun entstanden, die aber sofort heftig von den Armeen der bürgerlichen Regierung der neuen Tschechoslowakei, Jugoslawiens und Rumäniens bedrängt wurde und bald mischte sich auch noch eine antikommunistische französische Expeditionsarmee ein. Die ungarische Rote Armee erzielte einige militärische Anfangserfolge, aber eine rumänische Großoffensive im Hochsommer 1919 brachte die Räteregierung schließlich zu Fall. Rumänien kassierte Siebenbürgen und Bessarabien und bekam diese neuen Besitzungen als Belohnung für sein antikommunistisches Engagement von den Westalliierten bestätigt, wodurch sich Rumänien mehr als verdoppelte und Ungarn zu einem Kleinstaat dritten Ranges absank, in dem nun Admiral Horthy ein rechtes autoritäres Regime aufrichtete. Im Baltikum ging den kommunistischen Aufständischen langsam die Kraft aus und stabilisierten sich die neuen bürgerlichen Nationalregierungen. In Russland schließlich erreichte der Bürgerkrieg seinen Höhepunkt und wurde die junge Sowjetmacht von drei großen weißen Armeen unter Koltschak, Denikin und Judenitsch sowie westalliierten Expeditionstruppen bedrängt und schien unsicher, ob die Sowjets sich würden halten können. Von der um ihr Überleben kämpfenden bolschewistischen Regierung konnte in dieser Zeit also keine wirksame Hilfe für die revolutionären Bewegungen in Mitteleuropa ausgehen. Noch dazu verwickelte das als Nationalstaat neu gegründete Polen mit kräftiger Unterstützung der Alliierten die Sowjets in einen langwierigen, blutigen Krieg, der erst 1921 endete. Wenn sich in Deutschland also nun die kapitalistischen Verhältnisse langsam wieder gefestigt hatten und keine Hilfe von außen zu erwarten war, bedeutete das allerdings keineswegs, dass deswegen auch die SPD fest im Sattel säße. Ganz im Gegenteil. Was Rosa Luxemburg bereits im Januar 1919 prognostiziert hatte, sollte nun eintreffen. Die Konterrevolution, die sich 1918-19 hinter der SPD verstecken musste, um handeln zu können, fühlte sich nun nach Abebben der Revolutionswelle wieder so gefestigt, dass sie mehr und mehr zum Schluss kam, das Feigenblatt SPD nicht mehr zu brauchen und unmittelbar selbst das Steuer übernehmen zu können. Die Herrschaft der SPD stützte sich ganz auf die Unterstützung der Freikorps und rechten Offiziere gegen jede revolutionäre Regung des Proletariats. Aber in diesen Freikorps wuchs die Verachtung gegenüber diesem ungeliebten Bündnispartner SPD. Was sind denn das bitte für Sozialistinnen, die nur durch uns überleben können, wird man sich in ihren Kreisen gedacht haben. Und wenn sie offenkundig außer uns keine Freunde haben, warum sollen wir sie dann nicht einfach wegfegen und den Laden selbst schmeißen? Das revolutionäre Proletariat, so konnte man annehmen, war durch die furchtbaren Niederlagen der vergangenen Monate so demoralisiert, dass es sich zu keinem wirksamen Widerstand gegen eine direkte Machtübernahme der reaktionären Militärs mehr aufraffen würde. Die Entschlossenheit der Putschpläne schmiedenden Reaktionen wurde gesteigert, als Mitte 1919 die Bedingungen des Friedensvertrages bekannt wurden, den die Regierung schließlich wohl oder übel in Versailles hatte unterzeichnen müssen. Im Vergleich zum Diktatfrieden, den das siegreiche Deutschland 1918 den Sowjets in Brest-Litowsk aufzwang und im Vergleich zu den nach einem Sieg im Westen geplanten riesigen Annexionen, waren die Friedensbedingungen von Versailles geradezu milde, nachdem Großbritannien die extremsten Forderungen Frankreichs, das von einem wiedererstarkenden Deutschland am unmittelbarsten bedroht war, gestrichen hatte, um ein bürgerliches Deutschland als Bollwerk gegen die Sowjetunion zu erhalten. Trotzdem waren die Bedingungen für die deutsche Bourgeoisie ein Schock. Deutschland verlor ungefähr ein Zehntel seiner Bevölkerung und seines Territoriums. Elsass-Lothringen an Frankreich, Eupen-Malmedy an Belgien, einen großen Teil des im Krieg von 1864 annektierten Gebietes an Dänemark und große Gebiete ans neu gegründete Polen.
die Vereinigung Deutschlands mit dem vom Habsburger Reich übrig gebliebenen Rumpf Österreich wurde verboten. In Deutschland musste für mehrere Jahrzehnte schwere Kriegsentschädigungen an Geld und Rohstoffen leisten und die Alleinschuld am Kriegsausbruch anerkennen. Die deutschen Kolonien in Afrika und im Pazifik, die während des Krieges ohnehin schon von den Briten in einem langwierigen Guerillakrieg erobert worden waren, mussten alle abgetreten werden. Vor allem aber, und das sollte entscheidend für die Ereignisse der nächsten Monate sein, wurde die deutsche Armee, die 1914 noch die größte der Welt gewesen war, zu einer kleinen Grenzschutztruppe reduziert, die 100.000 Mann im Heer und 15.000 in der Marine, keine Kampfflugzeuge, keine Panzer und keine schweren Geschütze umfassen durfte. Der SPD und ihren kleinbürgerlichen Koalitionspartnern Zentrum und DDP, die diesen Vertrag unterzeichnet hatten, schlug seitens des nationalistischen Bürgertums eine Woge der Empörung und des Hasses entgegen. Während die äußerste Rechte sich weiter radikalisierte und nun geheime Organisationen und rechte Terrorgruppen entstanden, die in den nächsten Jahren zahllose Attentate gegen sozialdemokratische und liberale Politiker verübten. In einigen umstrittenen Territorien in Ostdeutschland kam es zu Gefechten zwischen bewaffneten deutschen und polnischen Nationalisten, die die Atmosphäre weiter aufheizten. Besonders die Bestimmungen über die dramatische Heeresverkleinerung erbitterten das Offizierskorps, das seine Existenzgrundlage in Gefahr sah. Die SPD, die in dieser gefährlichen Situation dringend die Rückendeckung der Arbeiterinnen hätte suchen müssen, tat stattdessen alles, sie weiter zu vergraulen. Eine von Zentrumsmann Erzberger ausgearbeitete Steuerreform lud die Lasten der Reparationszahlungen überwiegend auf die Arbeitnehmerinnen auf. Und Anfang 1920 wurden weitere Verschlechterungen der Stellung der Betriebsräte in die Wege geleitet. Als sich dagegen am 13. Januar 1920 eine Massendemonstration der Berliner Arbeiterinnen formierte und auf den Reichstag zuzog, gab Noske dem Freikorpskommandanten General Walter Freiherr von Lüttwitz den Befehl, die Demonstration mit Maschinengewehrfeuer auseinanderzutreiben. Dabei wurden 42 Demonstrantinnen getötet und 105 weitere verwundet. Als Reaktion auf das Blutbad an den linken Arbeiterinnen wurden neue Repressionsmaßnahmen gegen die Linke beschlossen, deren Benehmen erst zu solchen Situationen geführt habe. Die revolutionäre Presse wurde einer strengen Zensur unterworfen und über den Großteil des Landes der Ausnahmezustand verhängt. Unter den politisch bewusstesten Arbeiterinnen erreichte der Unmut über die Ebert-Regierung einen neuen Höhepunkt. Und die militärische Reaktion hielt den Zeitpunkt für gekommen, die isolierte Regierung zu beseitigen. Der führende Kopf des Staatsstreichs war General von Lüttwitz, der die meisten Freikorps- und Reichswehreinheiten in Berlin und Umgebung kommandierte. Nachdem er Kontakt mit führenden Vertretern von DVP und DNVP, zwei 1918-19 neu entstandenen nationalistischen Parteien, und sich ihrer Sympathie versichert hatte, und der reaktionäre Wolfgang Kapp, Gründungsmitglied der ultranationalistischen Deutschen Vaterlandspartei, zum neuen Reichskanzler bestimmt worden war, forderte General Lüttwitz am 10. März in einem Ultimatum von Ebert die Beibehaltung der bisherigen Heeresstärke, die Auflösung der Nationalversammlung und Neuwahlen des Reichspräsidenten. Als Ebert ablehnte, schlugen die Putschisten am 13. März los. In den Morgenstunden marschierte die Brigade Erhard, ein Freikorps, das zum Großteil aus Soldaten bestand, die kurz zuvor schon in den neuen baltischen Republiken freiwillig gegen die dortigen Kommunistinnen gekämpft hatte, mit Hakenkreuzen am Stahlhelm aus dem Berliner Vorort Döberitz in die Hauptstadt ein. Bejubelt vom bürgerlichen Teil der Bevölkerung, der die SPD überwiegend immer nur als kleineres Übel akzeptiert hatte und sich freute, dass nun wieder die gute alte Zeit von anno 1914 wiederkehren werde. In den Arbeiterbezirken blieb es zunächst still, denn die SPD hatte trotz der akuten Bedrohung nichts unternommen, um das Proletariat auf Massenaktionen vorzubereiten. Ebert rief nun in Panik den Chef des Heeresertruppenamtes, General Hans von Seeckt, an und forderte ihn auf, mit den Berliner Garnisonstruppen die Putschisten zurückzuschlagen. Seeckt antwortete knapp, Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Ebert, dem restlichen Kabinett und der SPD-Parteispitze, gelang gerade noch die Flucht nach Dresden. In ganz Nord- und Mitteldeutschland übernahmen Freikorps in größeren Städten das Kommando. Kapp wurde als neuer Reichskanzler proklamiert
und binnen weniger Stunden konnte die Putschregierung, die alle Staatseinrichtungen übernommen, die Nationalversammlung aufgelöst und die Todesstrafe für Streikende angedroht hatte, ihren Sieg verkünden. Die Regierung Ebert war gefallen, ohne dass irgendjemand auch nur einen Schuss zu ihrer Verteidigung abgegeben hätte. Man kann sich denken, dass viele der mittlerweile zigtausenden Arbeiterinnen, denen von der SPD in ihrer Soldateska ein Ehemann, ein Bruder, ein Sohn, ein Freund oder Kollege ermordet worden war, im ersten Moment hämische Gedanken kamen. Ihr Sieger von 1919, jetzt seid ihr selbst dran. Viel Vergnügen noch mit den Dämonen, die ihr selbst beschworen habt. Aber die Schadenfreude, die es hier und da gegeben haben mag, bestimmte nicht ihr Handeln. In allen Industriezentren Deutschlands bildeten sich spontan Streikkomitees aus Arbeiterinnen mit SPD, USPD und KPD-Verbindung, die einig beschlossen, die rechtsradikale Putschregierung, um sich die viele spätere Kader der NSDAP scharten, durch einen Generalstreik lahmzulegen. Ein Kurs, den auch die USPD und KPD-Führung voll bestätigte. Im größten Generalstreik der deutschen Geschichte legten bis zum 15. März über 12 Millionen Arbeiterinnen die Arbeit nieder und lähmten damit die Putschistenregierung in Berlin. Die konnte nun zwar weiterhin den Ministerien sitzen und Regierung spielen, aber keine Befehle mehr übermitteln, weil Post, Telegrafenamt und Fernmeldearbeiterinnen streikten. Keine Truppen mehr bewegen, weil die Eisenbahnerinnen streikten. Keine Waffen sammeln, weil die Schwerindustrie streikte. Nicht einmal neue Proklamationen drucken, weil die Druckereiarbeiterinnen streikten. Sie konnte wohl die Todesstrafe für Streikende androhen, war aber hilflos, wenn das ganze Land den Gehorsam verweigerte und niemand ihre Befehle umsetzte. Entsetzt mussten Kapp, Lüttwitz und seine protofaschistische Bande erkennen, dass sie in ihrer Rechnung einen Faktor vergessen hatten, gegen dessen geeinten Willen sie nichts ausrichten konnten, die Arbeiterinnenklasse. Wütend, aber machtlos musste die Putschregierung, deren Befehle und Aufrufe im Generalstreik alle wirkungslos verpufften, die Sinnlosigkeit ihres Unternehmens einsehen und schließlich am 17. März ihren Rücktritt erklären. Das Proletariat hatte bewiesen, dass es potenziell unbesiegbar war, wenn es einig handelte. Die Regierung Ebert, die von Dresden nach Stuttgart weitergeflüchtet war, nachdem Freikorps auch in Dresden die Macht übernommen hatten, konnte nun wieder aufatmen. Aber KPD und USPD, die die Streikwelle geleitet und durch ihren triumphalen Erfolg dabei enorm an Popularität unter den Arbeiterinnen gewonnen hatten, stellten Bedingungen an Ebert, um den Streik abzublasen und ihm die Rückkehr an die Berliner Machtstellen zu erlauben. Beide, sowohl KPD als auch USPD, forderten rundweg, dass die SPD die Koalition mit bürgerlichen Parteien beenden und eine Arbeiterinnenregierung bilden müsse. Außerdem verlangte die KPD Bewaffnung der Arbeiterinnen und Auflösung aller Freikorps, um die Reaktion matt zu setzen und dem Proletariat Sicherheit gegen neue Konterrevolutionsversuche zu geben. Am 17. März begannen Verhandlungen über die Bildung einer Regierung aus SPD, USPD und Gewerkschaftsvertretern, die aber am Widerstand des rechten Flügels der SPD scheiterten. Die SPD erklärte nun, dass die Streikbewegung nach dem Rücktritt der Putschisten gegenstandslos geworden sei und alle wieder zurück an die Arbeit gehen sollten. Verbunden mit vagen Versprechungen, dann werde man schon für einige sozialpolitische Verbesserungen sorgen und die gefährlichsten Reaktionäre aus dem Staatsdienst entfernen. Die USPD, die sich anfangs vorbildlich geschlagen hatte, versagte wie in jeder bisherigen revolutionären Situation und schloss sich nach wenigen Tagen dem Appell der SPD nach Wiederaufnahme der Arbeit an. Und in den meisten Teilen Deutschlands flaute die Streikbewegung daraufhin ab. Nicht aber im Ruhrgebiet, wo die Arbeiterinnen zu revolutionären Maßnahmen übergegangen waren. Wir hatten die Macht wieder an Arbeiterinnen über Räte gegangen war und man aus Arbeitermilizen eine rote Ruhrarmee bildete. Zur Niederschlagung des ungehorsamen Proletariats des Ruhrgebiets schloss die SPD nun ein Abkommen mit eben den Freikorps, die gerade eine Woche zuvor gegen die SPD geputscht hatten und ihre Führung bei einem dauerhaften Sieg sicher ebenso abgeschlachtet hätten wie vorher aufständische Arbeiterinnen und gab ihnen Order, gegen das Ruhrgebiet zu marschieren. Der wahrscheinlich empörendste und zynischste Tiefpunkt in der gesamten bisherigen Geschichte der deutschen Arbeiterinnenbewegung war erreicht. Die Ausschaltung der kommunistischen Gefahr war für die SPD, die sich auf dem Papier immer noch als marxistische Partei verstand, offenkundig zur obersten Priorität geworden, sodass sie sogar zum Bündnis mit der protofaschistischen Rechten bereit war, die gerade erst die SPD selbst hatte stürzen und vernichten wollen.
Diese Räterepublik an der Ruhr umfasste zwar das ganze schwerindustrielle Herz des Ruhrgebiets plus Düsseldorf und Wuppertal und somit ein Gebiet von über 5 Millionen Einwohnerinnen, war aber in spontaner Basisaktion der Arbeiterinnen aller möglichen politischen Lager gebildet, sehr chaotisch organisiert und hatte viel zu wenig Zeit, sich zu konsolidieren und eine effiziente politische und militärische Struktur aufzubauen. Tonangebend waren Arbeiterinnen aus dem Milieu der KPD und dem linken Flügel der USPD. Aber sie wurden von den allermeisten bisher SPD-treuen Arbeiterinnen unterstützt und auch die im Ruhrgebiet nicht ganz bedeutungslosen Anarcho-Syndikalisten von der FAUD spielten eine gewisse Rolle. Die Rote Ruhrarmee umfasste nominell zwar 50 bis 100.000 Mann, die aber sehr schlecht bewaffnet und ausgerüstet waren. Oft keinerlei militärische Übungen, erst recht keine übergeordnete Kommandostruktur besaßen. Im Grunde war es ein unkoordinierter Haufen lokaler Arbeiter-Selbstschutzmilizen, die auf eigene Faust die Ordnung in den Städten sicherten und einen Kampf gegen der Region aktive Freikorps aufnahmen. Dabei erzielten sie anfangs einige Erfolge. Das Freikorps Lichtschlag etwa wurde von Rotarmisten vernichtet, ihr Kommandant Otto Hasenkleber erschossen und 600 Freikorpssoldaten gefangen genommen, woraufhin die Rotarmisten Dortmund erobern und weitere Weiße in die Widerstandsnester in der Region ausschalten konnten. In Essen und Hagen bildeten sich zwei Zentralräte der Arbeiterräte, die die politischen und militärischen Aktionen koordinieren sollten, aber keine über ihre Stadt hinausgehende Verwaltungsstruktur aufbauen konnten. Viel Zeit für den Aufbau stabiler Rätestrukturen und einer richtigen Armeeorganisation blieb ohnehin nicht mehr. Als die Arbeiterinnen des Ruhrgebiets am 30. März 1920 erneut ein Ultimatum der Regierung ablehnten, bedingungslos aufzugeben und die Arbeit wieder aufzunehmen, wurden 45.000 Freikorps- und Reichswehrsoldaten zur Rückeroberung des Ruhrgebiets zusammengezogen, wobei dieselben Freikorps die Führung übernahmen, die Mitte März den Putsch gegen die Regierung Ebert angeführt hatten. In der Schlacht von Pelkum stießen am 1. April größere Rotarmisten und Freikorpsverbände aufeinander, wobei die Rote Armee sehr schnell besiegt wurde. Die Arbeitermilizen gingen nach diesem demoralisierenden Schlag rasch in Auflösung über, sodass den vorrückenden weißen Truppen kein koordinierter Widerstand mehr entgegengesetzt, sondern sie nur noch in sporadische Gefechte verwickelt wurden. Überall, wo die militärisch hoffnungslos überlegenen Weißen den Widerstand der Arbeiterinnen gebrochen hatten, begann dasselbe Blutbad wie im Jahr zuvor in Berlin und München. Wurden kommunistischer Tendenzen verdächtige Arbeiterinnen scharenweise zusammengetrieben, gefoltert und ermordet. In Bergkamen, nördlich von Dortmund, massakrierten die Freikorps nach Einnahme der Stadt rund 300 Arbeiterinnen sowie Mädchen aus Arbeiterfamilien, die sich als Krankenschwestern zur Versorgung verwundeter Rotarmisten gemeldet hatten. Auch anderswo gab es Massenexekutionen linker Arbeiterinnen. Und bis Mitte April war das Ruhrgebiet gesäubert. Während bei der Eroberung des Ruhrgebietes 273 Regierungssoldaten und Freikorpsmänner getötet wurden, beläuft sich die Zahl der Todesopfer auf Seite der Arbeiterinnen auf vermutlich deutlich über 2000. Wobei die meisten nicht im Kampf gefallen waren, sondern danach ermordet worden waren. Genaue Opferzahlen wurden niemals bestimmt. Niemand kümmerte sich sonderlich darum, ob ein paar hundert sozialistische Arbeiterinnen mehr oder weniger tot waren. Eine Untersuchungskommission für die von den Freikorps begangenen Verbrechen gab es nie. Die Täter kamen straflos davon und niemand hatte an einer Aufarbeitung der Massaker weniger Interesse als die SPD. Während in den kommenden Monaten noch Hunderte der Arbeiterinnen, die die SPD-Regierung gerettet hatten, vor Gericht gestellt und zu Haftstrafen verurteilt wurden, wurden praktisch alle Putschisten amnestiert und mussten sich niemals juristisch verantworten. Sogar der Anführer des Putsches gegen die SPD, General von Lüttwitz, der sich nach seinem Rücktritt unter den Schutz des dortigen rechten Diktators Horthy nach Ungarn abgesetzt hatte, konnte 1925 nach einer Amnestie wieder straflos nach Deutschland zurückkehren. Wieder war ein heftiger, spontaner Versuch der proletarischen Massen, die fortgeschrittene Konterrevolution noch einmal umzukehren, in Blut erstickt worden. Aber es war immer noch nicht der letzte Ausbruch dieser Art. Noch glimmte das revolutionäre Potenzial in Deutschland weiter. Die Ereignisse im Ruhrgebiet waren der größte Arbeiterinnenaufstand seit November 1918 gewesen, aber sie blieben nicht der letzte. Ein Jahr später kam es zu einem wieder mit brutaler militärischer Gewalt niedergeschlagenen Aufstand kommunistischer Arbeiterinnen in Mitteldeutschland und erst mit dem raschen Scheitern des Hamburger KPD-Aufstandes 1923
endete nach 5 Jahren die revolutionäre Periode in Deutschland. Die Chance, ein sozialistisches Deutschland zu schaffen, war durch ein Bündnis von Sozialdemokratie und Rechtsradikalismus verhindert worden. Die Bahn war frei für den Faschismus, geebnet von Ebert, Noske und Co. Damit würde ich dann dazu einladen, Fragen zu sammeln und zur Diskussion überzugehen. Das Hakenkreuz war bereits in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts eine Art esoterisches Geheimsymbol in diversen rechtsradikalen esoterischen Geheimgesellschaften gewesen, wie der Thule-Gesellschaft, im Vitiko-Bund und der ähnlichen rechtsradikalen kleinen Organisation, war sehr prominent geworden unter den Freikorpsleuten, die ja überwiegend politisch gefestigte Rechtsradikale waren. Man muss dazu kurz rekapitulieren, wer waren eigentlich die Freikorps? Als 1919 der Waffenstillstand geschlossen wurde, gingen 90% aller Soldaten spontan nach Hause. Nur eine kleine Minderheit der Soldaten blieben freiwillig bei den Waffen, um jetzt nicht mehr gegen die Alliierten zu kämpfen, sondern gegen den Kommunismus. Die Freikorps wurden beispielsweise 1919 ins Baltikum geschickt, um den baltischen Bürgerkriegen gegen die dortigen Kommunisten zu kämpfen, für die Etablierung rechter bürgerlicher Regierungen zu kämpfen. Das waren ideologisch gefestigte Rechtsradikale, von denen sehr viele Verbindungen hatten zu diesen protofaschistischen Geheimgesellschaften, die es schon seit den 1890er Jahren gab. Als jetzt 1920 der Kaput stattfand, waren in der Führung dieses Aufstandes tatsächlich sehr viele, ich sag mal, protofaschistische Intellektuelle tätig, die mit dem Hakenkreuz vertraut waren und sich dafür eingesetzt haben, dass ihre Truppen das Hakenkreuz am Helm tragen. Und es ist auch tatsächlich so, dass sehr, sehr viele der Soldaten und Offiziere, die am Kaputsch teilgenommen haben, später NSDAP-Kader geworden sind. Das ist eine geradlinige Entwicklung. Das war eine typische biografische Linie, dass Berufsoffiziere zuerst in den Freikorps gegen den Kommunismus gekämpft hatten, dann in Anfang der 20er Jahre Mitglieder in der NSDAP wurden und später Nazi-Kader geworden sind. Ganz, ganz viele spätere SS Offiziere, KZ-Kommandanten, Kriegsverbrecher größten Ranges waren beim Kaputsch, waren bei den Freikorps schon dabei gewesen. Die SPD hat nicht nur einfach Verrat an ihren marxistischen Wurzeln begangen, sie war auch inkompetent, ihre eigenen reformistischen Ziele durchzusetzen. Das sieht man ja sehr schön an der Geschichte des Kaputsches. Die SPD hat 1918-19 ernstlich und ich glaube aufrichtig geglaubt, dass es aus ihrer Perspektive notwendig ist, sich mit der Reaktion vorübergehend zu verbünden, um die ultralinken Spinner von der KPD, als die sie gesehen haben, im Zaum zu halten, Deutschland am Absturz ins Chaos und die Anarchie zu hindern und eine stabile parlamentarische Demokratie aufzubauen, die sie für eine notwendige Etappe auf dem Weg zum Sozialismus hielten. Was aber tatsächlich geschehen ist, dass das im ersten Moment, wo die Reaktion den Eindruck hatte, die SPD nicht mehr zu brauchen, nachdem das revolutionäre Feuer abgeebbt war, sofort die Reaktion versucht, die SPD selbst zu beseitigen und Ebert hinzurichten. Dass selbst nach dem Kaputsch, als es gelungen war, für einige Jahre die parlamentarische Demokratie von Weimar zu stabilisieren, dass nur eine kurze Übergangsverschnaufpause war, bis der Faschismus gekommen ist und die gesamte SPD-Führung ins KZ geworfen hat. Durch ihren Verrat an der Arbeiterinnenbewegung, durch ihren Verrat an den marxistischen Prinzipien hat die SPD es nicht einmal geschafft, sich die stabilen parlamentarisch-demokratischen Verhältnisse zu erkaufen, die sie als eine notwendige Etappe betrachtet haben. Sie haben sich selbst nur eine Gnadenfrist von ein paar Jahren gebracht. Ich glaube, dass einige linke SPDler nachträglich erkannt haben, dass mit ihrer Rolle, die sie 1918 bis 1923 gespielt haben, sie sich das eigene Grab geschaufelt haben. Dass die einzige Möglichkeit, den deutschen Faschismus zu verhindern, die einzige Möglichkeit, die deutsche Reaktion tatsächlich zu zerstören und zu entwaffnen, darin bestanden hätte, dass man nach 1918 ein sozialistisches Deutschland aufgebaut hätte. Die Republik von Weimar war ja ein Staat, die permanent unter dem Dilemma litt, sowohl von links als auch von rechts gehasst zu werden. Fast die gesamte Bevölkerung hat diese Weimarer parlamentarische Demokratie als ein vorübergehend zu akzeptierendes notwendiges Übel betrachtet. Die linken Teile der Arbeiterinnenbewegung haben sie gehasst als die Schlechter von 1918 bis 1923. Die Rechten haben sie gehasst als ein notwendiges Übel, das man vorübergehend akzeptieren muss, bis man wieder rechtsautoritäre Verhältnisse schaffen kann. Die SPD hat es durch ihren Verrat nicht einmal geschafft, ihre eigenen reformistischen Ziele umzusetzen, sondern sich selbst nur eine Gnadenfrist zu erkaufen, bis sie selbst vom Faschismus beseitigt wurde. Die SPD hat nicht einmal gewonnen durch ihren Verrat. Okay.
Okay. Ich würde vielleicht versuchen, die Fragen ein bisschen zu bündeln und auch, also hier im Chat stehen und auch vielleicht auch thematisch daran anzudocken, was bis jetzt gesagt wurde. Die allererste Frage war, woran denkst du, liegt es, also ich glaube, es geht an dich, Fabian, dass die USPD in allen entscheidenden Momenten unfähig zur revolutionären Organisation war? Ja, also ich glaube, du hast gerade über die SPD gesprochen, hier geht es dann um die USPD, wurde noch von einer Person hier geschrieben, Max Hölz, eine große Persönlichkeit, Fragezeichen. Der war ein verrückter Ultralinker, der mit 200 Mann in Mitteldeutschland Aufstand gespielt hat. Vielleicht könnten wir diese beiden extremen Meinungen, vielleicht also könntest du noch was deine Einschätzung zu Max Hölz sagen. Und die letzte Frage in dem Block, danach können wir noch mal weiter die Fragen abarbeiten, zielt auf die Quellen. Na, hier steht, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ist vielleicht im Bereich der Geschichtswissenschaft nicht unwichtig. Worauf beziehst du dich bei deiner Recherche? Gibt es zur Veröffentlichung von den Historikern, auch Historiker und andere Quellen? Und ja, dann gab es nochmal Quellen. Ja. Also zur ersten Frage zur USPD, muss man sich in Erinnerung rufen, dass die USPD ein sehr breites, heterogenes Sammelbecken war. Die USPD waren eigentlich all diejenigen, die Jahre und Jahrzehnte lang überzeugte Sozialdemokraten gewesen waren und 1914 bis 17 daran verzweifelt waren, zu sehen, wie ihre Partei den Internationalismus und die sozialistischen Prinzipien, die die SPD theoretisch immer noch vertrat, verriet und sich hinter die imperialistische Kriegführung stellten. Die Mehrheit derjenigen, die die USPD bildeten, waren aber keine revolutionären Kommunisten. Die Mehrheit der USPD-Mitglieder waren Leute, die ernsthaft und ehrlich an eine parlamentarische Demokratie mit sozialem Anstrich glaubten, die an Pazifismus, an Frieden, an Völkerverständigung, an Sozialstaat, an demokratische Teilnahme habe glaubten und tief enttäuscht darüber waren, dass die SPD nicht einfach nur reformistisch war, sondern diese reformistischen Prinzipien selbst verraten hatte, indem sie sich hinter den kaiserlichen Staat gestellt hatte. Das war Friedrich Ebert, der kurz vor Ausbruch der Novemberrevolution gesagt hatte: Ich hasse die Revolution wie die Sünde. Und da sprechen wir von einer Revolution gegen den kaiserlichen Staat. Die USPD wurde gebildet von Leuten, die das Programm der Vorkriegs-SPD ernst nahmen und darauf hofften, dass es möglich sein könnte, eine gereinigte SPD wieder aufzubauen. Und innerhalb der USPD gab es nur eine kleine geduldete Minderheit von kommunistischen Linken, eben durch die Sparta-Großgruppe unter Liebknecht und Luxemburg. Die USPD hatte kein dezidiert revolutionäres Programm. Sie war nicht darauf vorbereitet, einen wirklichen Kampf gegen die SPD zu führen, der sie sich immer noch verbunden gefühlt haben, mit der sie zu einer Art von Versöhnung, Kompromiss gelangen wollten. Die USPD hat sich nicht als eine Kraft des revolutionären Klassenkampfes verstanden. Die USPD hat sich verstanden als eine Kraft, die die Vorkriegs-SPD wiederherstellen wollte und eher das Ideal einer parlamentarischen sozialen Demokratie als eines sozialistischen Rätestaates hat. Das ist der eine Punkt. Dass die USPD programmatisch gar nicht angestrebt hat, wie Luxemburg und Liebknecht, einen sozialistischen Staat aufzubauen. Das zweite war, dass die USPD überwiegend nicht gebildet wurde von Leuten, die organisch in der Arbeiterinnenbewegung verwurzelt waren, die Kampferfahrung mit praktischen Klassenkämpfen hatte, sondern dass sie dominiert wurde von mehr oder weniger, ich sage mal, idealistisch motivierten Parteiintellektuellen. Dass es natürlich auch innerhalb der USPD einen großen gewerkschaftlichen Flügel gab, es Betriebsgruppen gab, dass es Leute gab, die direkt aus den Betrieben kamen, die Erfahrung mit den Klassenkämpfen hatten, wie beispielsweise auch Anfang 1918 beim Rüstungsarbeiterstreik, dass die USPD aber dominiert wurde von Leuten, die sich eher für theoretische Parteiarbeit interessierten als für den realen Klassenkampf und eben ein nicht revolutionäres Programm hatten. Und Luxemburg und Liebknecht sind schon sehr schnell eben Ende 1918, Anfang 1919 zum Schluss gekommen, dass die USPD zwar eine notwendige Etappe auf dem Weg zur Lösung von der Ebert-SPD war, aber nicht das Vehikel, mit dem man die Revolution machen könnte. Und dass es deswegen notwendig wäre, eine eigene Partei zu gründen, die ein dezidiert revolutionäres und kommunistisches Programm vertritt, eben die im Januar 1919 gegründete KPD, die sich von der USPD abgespalten hat, aber so
entschieden, so energisch und zeitweise so erfolgversprechend auftrat, dass nach und nach der Großteil der USPD-Basis zur KPD abgewandert ist und die USPD sich nach wenigen Jahren aufgelöst hat. Deswegen würde ich sagen, die Gründe für das Scheitern der USPD sind doppelt: einmal das Fehlen eines revolutionären Programms und zweitens die Dominanz der innerhalb der Partei von Parteiintellektuellen, die nicht wirklich Erfahrung mit realem Klassenkampf hatten. Die zweite Frage war, glaube ich, zu Max Hölz, oder? Max Hölz fällt zeitlich etwas aus dem Rahmen des Vortrags, weil er einer der führenden Gestalten des Mitteldeutschen Aufstands 1921 war. Ich denke, kann dazu nur sagen, man muss etwas trennen. Die Persönlichkeit Max Hölz, der sicher ein bewundernswerter, tapferer Mann gewesen ist, von der politischen Sinnhaftigkeit seiner Konzeption, die schon zu seiner Zeit auch innerhalb der kommunistischen Bewegung als sektiererisch und ultralinks kritisiert wurde. Was eigentlich klar war, dass der mitteldeutsche Aufstand von 1921 zu nichts führen konnte. Deswegen würde ich sagen, ja, ich denke, dass das von Max Hölz vertretene politische Konzept 1921 aussichtslos war, dass man deswegen aber nicht der Persönlichkeit Max Hölz weniger Respekt schuldet. Zu den Quellen würde ich anmerken, wäre es wahrscheinlich am besten, wenn wir das Video online stellen, einfach einen kleinen Annex hinzufügen, wo man selbst Quellen und Zusammenfassung der Epoche nachlesen kann, dass wir das einfach unter das Video dazu stellen. Sehr, sehr lehrreich. Könntest du vielleicht noch auf die Rolle der KPD während des Kapp-Putsches eingehen? Weil da gab es ja auch ein bisschen ein Hin und Her und teilweise war die KPD-Führung sich auch nicht einig, was jetzt in der konkreten Situation zu tun ist. Das fände ich nochmal interessant, wenn wir da ein bisschen Klarheit hätten. Also grundsätzlich, was an der Reaktion auf den Kapp-Putsch das Bemerkenswerte ist, dass sie nicht die Initiative einer Partei ist. Weder die USPD noch die KPD haben den Massenstreik gegen den Kapp-Putsch, haben den Aufstand im Ruhrgebiet orchestriert. Der Kapp-Putsch ist eine sehr spontane, elementare Bewegung der deutschen Arbeiterinnen aller möglichen politischen Lager. Es sind sozialdemokratische, es sind USPD-Treue, es sind kommunistische Arbeiterinnen, die auf Eigeninitiative und spontan in verschiedenen deutschen Städten 1920 Komitees bilden, die einen Massenstreik beschließen. Und an diese Bewegung hängen sich KPD und USPD danach dran. Man muss sagen, dass die KPD, die ja 1919 sehr schwere Niederschläge hat einstecken müssen, nicht wirklich eine führende, eine politisch avantgardistische Rolle dabei eingenommen hat. Die KPD hat an sich keine Fehler gemacht. Sie hat sich nicht distanziert von der Bewegung. Sie hat sofort versucht, gerade im Ruhrgebiet ihre Aktivisten in die Bewegung reinzuschicken, die Führung zu gewinnen. Aber es ist weder von der KPD ausgegangen, noch hat die KPD sehr schnell darauf reagiert, sondern eher etwas verzögert. Die KPD war ja schon Anfang 1919 weitgehend enthauptet worden durch die Ermordung von Luxemburg und Liebknecht. Die KPD hatte weitere Kader verloren beim der Niederschlag des Berliner Märzaufstandes 1919, wo weitere Dutzende KPD-Kader umgebracht worden waren. KPD war 1920 keine erstrangige politische Kraft mehr. Es hatte zunächst 1919 die Hoffnung gegeben, dass die KPD es schaffen würde, sehr schnell die USPD aufzusaugen, was aber nicht wirklich geschehen ist. Das ist erst in der etwas Zeitverzögerung gekommen. Erst 1923 ist die KPD erstmals zeitweise wirklich zu einer Massenpartei geworden. Die KPD war 1920 eine zwar nicht einflusslose, aber absolut nicht dominierende kleine Partei, die nur eine Minderheit der politisch am allerweitesten fortgeschrittenen Arbeiterinnen erfasst hat, die gar nicht in der Lage gewesen wäre, eine Streikbewegung dieses Ausmaßes zu initiieren. Das heißt, die KPD hat zwar die Bewegung sofort aktiv unterstützt, ihre Aktivistinnen reingeschickt und versucht, einen breiteren Standpunkt darin zu gewinnen, aber die ganze Bewegung gegen den Kapp-Putsch ist nicht von der KPD ausgegangen. Das war eine sehr spontane Aktion der Arbeiterinnen von SPD bis KPD in den einzelnen Städten gewesen. Es gab noch zwei Fragen, wenn ich das richtig sehe. Korrigiert mich gerne im Chat, falls ich eine Frage ausgelassen habe. Einmal wurde die Frage laut, was hat die Person Noske damit zu tun? Ob du auf diese Persönlichkeit und diese Rolle dieser SPD-Persönlichkeit nochmal eingehen kannst. Und dann war die Frage auch zu deiner Person, was machst du sonst so?
wo beschäftigst du dich? Vielleicht hast du irgendwelche Publikationen und woher hast du so ein Wissen über diese Thematik? Also zunächst einmal zu Gustav Noske. Gustav Noske war quasi in dieser Epoche nach Friedrich Ebert die große Nummer zwei der SPD. Gustav Noske war zusammen mit Ebert und Scheidemann derjenige, der die Niederwerfung der deutschen Revolution orchestriert hat und der besonders eine prominente Rolle gespielt hat als Verbindungsmann zu den Freikorps. Gustav Noske war eigentlich derjenige, der von Ebert 1918, 1920 vorgeschickt wurde, um Kontakt mit den Freikorps und der Reichswehrführung aufzunehmen und mit ihnen die militärische Niederwerfung des Aufstands zu organisieren. Noske war derjenige, der schon 1919 mit Waldemar Pabst und seinen Freikorpsleuten die Ermordung von Luxemburg und Liebknecht sehr wahrscheinlich angeordnet hatte, wie aus einem später publizierten Interview mit Waldemar Pabst im Spiegel hervorgegangen ist. Noske war derjenige, der 1920, der 1919 auch die Niederwerfung der Münchner Räterepublik und 1920 der Räterepublik im Ruhrgebiet orchestriert hat. Er war eigentlich der Verbindungsmann der SPD zu den Freikorps, zur extremen Rechten, zur Reichswehr. Einer der am allerweitesten rechts stehenden, prominenten Politiker der SPD, der deswegen am besten für diese Aufgabe geeignet war. Der übrigens, kleine Anekdote am Rande, auch der einzige prominente SPD-Politiker war, der im Dritten Reich vollkommen unbehelligt geblieben ist, sein Ruhestandsgehalt weiterbezogen hat und sogar mal einen privaten Besuch von Göring bekommen haben soll, der nach dem Zweiten Weltkrieg noch, ich glaube, 1946 Memoiren veröffentlicht hat, in denen eine sehr reaktionäre Sicht auf die deutsche Revolution schildert und noch Dinge darlegt, wie Rosa Luxemburg habe den durch ihren ostjüdischen Einfluss die bisher anständige deutsche Arbeiterbewegung korrumpiert und ihr den revolutionären bolschewistischen Geist eingepflanzt, der den deutschen Arbeitern eigentlich sehr fern gewesen war. Das heißt, Noske war eine Art militarisierter Thilo Sarrazin der SPD von 1920, würde ich sagen. Dann war die Frage zu meiner Person. Ich bin, würde ich sagen, ex-trotzkistischer, kommunistischer Blogger, Publizist, lebe in Wien, schreibe regelmäßig Artikel für diverse Publikationen über historische und aktuelle politische Themen. Habe ein kleines Büchlein zum Deutschen Bauernkrieg und einige Artikel und Podcasts zur modernen Geschichte der Arbeiterinnenbewegung gemacht. War immer sehr stark daran interessiert, mehr oder weniger aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwundene historische Themen etwas mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu bringen, wie eben die deutsche Revolution, die sehr stiefmütterlich im deutschen Diskurs behandelt wird, deswegen es mir notwendig schien, zu versuchen, mit der Reichweite, die ich erreichen kann, auch regelmäßig über die Geschichte der deutschen Revolution zu referieren, Texte zu schreiben. Ja, vielen Dank dafür. Verschwundene Geschichte wieder sichtbar zu machen. Ich hatte einen sehr guten Geschichtslehrer, der war aber glühender SPD-Fan und Ruhrkampf war für, also hat er uns damals dargestellt als Generalstreik der Arbeiterinnen im Ruhrgebiet gegen die Reparationsforderungen im Grunde der West, also der Siegermächte. Und als ich dann zum ersten Mal im DKP-Kontext vom Kapp-Putsch als Generalstreik für, also als revolutionäre Bewegung mit so vielen Opfern auch im Ruhrgebiet, 2000 hat es, glaube ich, genannt, das hatte ich nie gehört. Also, und wir hatten wirklich vom Niveau super hohen, präzise Arbeiten Geschichts-LK. Von daher würde ich hier nochmal die Frage hier andocken. Was sind die drei wichtigsten Punkte? Hier steht hier im Chat über die von dir referierte Zeit, die du am liebsten jedem einzelnen Schulabgänger mitgeben würdest. Genau, und dann haben wir noch eine Frage. Naja, es ist nur eine Meinung. Gut, dann beantworte erstmal Agna. Und die Frage, was die heutige linke Bewegung, revolutionär-soziale Bewegung aus diesen historischen Ereignissen mitnehmen kann. Die beiden zentralen politischen Lehren, die ich aus der Geschichte des Kapp-Putsches und den von ihm ausgelösten Reaktionen ziehen würde, ist erstens, dass die Arbeiterinnenklasse grundsätzlich unbesiegbar ist, wenn sie einig handelt.
Man kann keiner Bewegung militärisch oder polizeilich niederwerfen, die die Billigung der Masse der Bevölkerung besitzt. Das hat sich bei der russischen Revolution gezeigt, als alle Versuche, sie militärisch niederzuschlagen, daran gescheitert sind, dass einfach die Armee sich mit der Bevölkerung solidarisiert hat und die Masse der hauptstädtischen Bevölkerung einig gegen die Regierung stammt. Und dasselbe zeigte sich auch im Kapuzsch. Auch wenn ich eine Truppe von Rechtsradikalen, von tausenden rechtsradikalen Söldnern auf meiner Seite habe, ich kann halt nicht die gesamte arbeitende Bevölkerung eines Landes erschießen oder verhaften, wenn sie mir den Gehorsam verweigern. Wenn die Arbeiterinnenklasse es schafft, zu einem gemeinsamen Handeln, zu einer Klarheit über ihre gemeinsamen Ziele zu gelangen, dann ist sie nicht besiegbar. Die zweite Lehre, die man auch sieht, ist aber, dass selbst eine anfangs erfolgreiche Volksmassenbewegung trotzdem in Niederlage und Degeneration enden muss, wenn sie keine straffe politische Führung gewinnt in Form einer Kaderpartei. Das sieht man bei der Bewegung gegen den Kapuzsch, dass zwar sich spontan und ohne die Orchestrierung einer Partei der Organisation Millionen Arbeiter sich zusammengetan haben, um zu streiken, die Putschisten zu stürzen. Danach der Reaktion es aber sehr leicht gefallen ist, die Bewegung wieder niederzuwerfen, nachdem sie einmal auseinandergegangen war, dass man es nicht geschafft hat, eine sozialistische Regierung aufzubauen, trotz der Unterstützung von Millionen. Das heißt, grundsätzlich ist zwar die Masse der Arbeiterinnenklasse unbesiegbar, aber sie kann nur ein neues System aufbauen, wenn sie eine politische Führung hat, die aus einem Aufstand eine erfolgreiche Revolution machen kann. Und das ist eben der fehlende subjektive Faktor in der deutschen Revolution von 1918 bis 1923, dass es keine anerkannte kommunistische Kaderpartei gab, wie sie 1917 die Revolution in Russland zum Sieg geführt hat. Was in Deutschland damals gefehlt hat, war nicht revolutionäre Entschlossenheit der Massen. Es war eine Figur wie Lenin, es war eine Kaderpartei, wie sie Deutschland in der Form leider nie gehabt hat, weil die KPD nicht in der Lage gewesen war, diese Rolle einzunehmen. Deswegen ziehe ich daraus die beiden großen inspirierenden Lehren, dass man die Arbeiterinnenklasse nicht besiegen kann, dass die Arbeiterinnenklasse aber eine straffe politische Führung braucht, um aus Aufständen siegreiche Revolutionen zu machen, wie man es auch in der Gegenwart beispielsweise im arabischen Frühling sehen kann. Ja, ich habe hier noch eine Frage. Ein Moment. Soll ich, mein Gott, wo haben wir es? Wenn man ein paar Jahre später schaut, gibt es die Annahme, dass die Weimarer Republik sowohl von Rechtsradikalen als auch Linksradikalen, die auch als problematisch seien, Kräften geschwächt wurden. Die KPD wurde ja auch später in der BRD verboten und die aktuelle DKP wird teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet. Was hältst du davon? Also ich meine, es ist natürlich, wie ich vorhin schon angedeutet habe, richtig, dass die Weimarer Republik immer vor dem Dilemma stand, dass sie eigentlich ein Staat war, den sich niemand erträumt hatte. Sowohl die Arbeiterinnenbewegung, die von einem sozialistischen Deutschland geträumt hatte, hatte sich nicht die bürgerliche parlamentarische Demokratie von Weimar gewünscht und die extreme Rechte hatte sie immer nur vorübergehenden Notbehelf betrachtet, bis man in der Lage sein würde, selbst eine Rechtsdiktatur aufzubauen. Es scheint allerdings der Vorwurf falsch, die radikale Linke hätte die Weimarer Demokratie geschwächt, war eher im Gegenteil so, dass die Weimarer Demokratie ihrerseits versucht hatte, die radikale Linke auszulöschen. Man kann den Kommunisten, deren Angehörige, deren Kameraden 1918 bis 1923 von Weimar ermordet worden waren, schlecht vorwerfen, dass sie ein negatives Bild von dieser Weimarer Demokratie hatten, die damit begonnen hat, tausende Linke abzuschlachten. Das Zweite ist, und dass die Weimarer Republik nicht daran untergegangen ist, dass die bösen Kommunisten sie gestürzt hätten, sondern daran, dass sie einfach keine tragfähige soziale Basis hatte. Das Bürgertum, das die Weimarer Republik jahrelang als einen notwendigen Kompromiss akzeptiert hatte, ist ab ungefähr 1930, 31 schamweise zum Faschismus übergegangen. Es gab einfach niemanden mehr, der Interesse an der Beibehaltung der parlamentarischen Demokratie gehabt hätte. Die KPD hat natürlich versucht, ihr Programm umzusetzen und zu versuchen, ein Sowjetdeutschland aufzubauen. Das Bürgertum dagegen ist massenhaft zum Faschismus übergegangen, sodass ab 1930, 31 Deutschland wieder ähnlich wie auch nach der Revolution von 1918 nicht vor der Wahl stand, wollen wir eine parlamentarische Demokratie, ja oder nein, das hatte sich eh erledigt, sondern wollen wir ein Sowjetdeutschland oder wollen wir ein faschistisches Deutschland?
Die große Tragödie der deutschen Geschichte ist, dass die KPD es nicht geschafft hat zu siegen, dass wir ein faschistisches Deutschland statt Sowjetdeutschland bekommen haben und nicht, dass die Weimarer Demokratie untergegangen ist, die ab 1929, 30 sowieso nicht mehr lebensfähig war und keine Basis mehr hatte. Okay, ich versuche hier nochmal zu bündeln. Erste Frage. War der revolutionäre Wille tatsächlich flächendeckend durchgesetzt? Ist nicht die überwiegende Mehrheit der deutschen Arbeiter zu den Faschisten gegangen? Sehr schnell. Wie kommen Sie denn genau darauf zu behaupten, es hätte eben nur an einer Führung gefehlt und nicht am sozialistischen Willen? Zweite Frage. Fabian, könntest du noch etwas zur Rolle von Frauen in der Märzrevolution sagen? Wenn ich das richtig gesehen habe, kamen sie bei dir auf einem Foto vor, auf dem sie Reproduktionsarbeit geleistet haben und als Krankenschwester. Und dann nochmal Ergänzung zu der deutschen Arbeiter, waren die nicht, also zu der Faschismusfrage, sind die nicht, war nicht nur das Bürgertum, auch die Arbeiter waren auch Faschisten, noch als Nachtrag vielleicht. Also zunächst einmal zur flächendeckenden revolutionären Stimmung in Deutschland. Es stimmt natürlich, dass 1920 nicht die Mehrheit der deutschen Bevölkerung aus revolutionären Kommunistinnen bestanden hätte. Aber 1920 war erst recht kein Arbeiterfaschist. 1920 war der Faschismus eine erst in Konturen langsam erahnbare gesellschaftliche Bewegung, die aber wirklich nur von einem radikalisierten rechten Rand des Bürgertums unterstützt wurde und gar keine Unterstützung der Arbeitern hatte. Es war schon so, dass in den großen industriellen Zentren Deutschlands, in Berlin, im Ruhrgebiet, in einigen mitteldeutschen Industriegebieten, die Mehrheit der Arbeiter im Laufe von 1918 bis 20 mehr und mehr von einem reformistisch-sozialdemokratischen auf einen revolutionär-sozialistischen Kurs umgeschwenkt ist, dass man in Berlin, im Ruhrgebiet, in Mitteldeutschland 1919-20 durchaus von einer revolutionären Mehrheit sprechen kann, die aber natürlich schwankend war. Sehr viele Leute sind dann auch wieder zu einem reformistischen Kurs umgeschwenkt, als es vorübergehend eine Stabilisierungsperiode gab. Die Annahme, dass die meisten Arbeiter Faschisten geworden seien, ist aber auch für die viel spätere Zeit der frühen 30er Jahre nicht zutreffend. Die sehr, sehr große Mehrheit der deutschen Arbeiterinnen im eigentlichen Sinne, das heißt Lohnarbeiterinnen, besonders in der Industrie, sind entweder sozialdemokratisch geblieben oder kommunistisch geworden. Die KPD ist ja 1930 bis 1933 noch einmal zu einer wirklichen Massenpartei mit Millionen Wahlergebnissen geworden. Faschistisch ist das Bürgertum geworden. In der NSDAP waren am stärksten überrepräsentiert klassisch bürgerliche, freiberufliche Berufsgruppen. Ärzte waren extrem überrepräsentiert. Lehrer waren extrem überrepräsentiert. Kleine Ladenbesitzer waren extrem überrepräsentiert. Bauern waren extrem überrepräsentiert. Journalisten und Intellektuelle waren extrem überrepräsentiert. Während Industriearbeiterinnen und sonstige proletarische Schichten extrem unterrepräsentiert waren. Die NSDAP hat es zu keinem Zeitpunkt geschafft, einen wirklich tiefen Einbruch in die Arbeiterinnenbewegung zu schaffen. Die NSDAP musste die Arbeiterbewegung 1933 halt mit Gewalt und mit Konzentrations Lager niederschlagen und unterdrücken. Sie konnte sie niemals für sich gewinnen, auch wenn es natürlich in absoluten Zahlen eine gewisse Zahl von Arbeiterinnen gab, die zu den Nazis übergegangen sind. Aber das war ein sehr, sehr minoritäres Phänomen. Zur Rolle der Frauen in der deutschen Revolution muss man natürlich sagen, dass die Arbeiterinnenbewegung in Deutschland auch von den sexistischen, von den patriarchalen Stereotypen ihrer Zeit tief durchdrungen war, dass es in der Sozialdemokratie und in ihren Linksabspaltungen sehr wenige weibliche Führungsfiguren gab, sehr viel eher in der KPD als in der SPD, wie es ja auch in der SPD kaum denkbar gewesen wäre, dass eine Frau wie Rosa Luxemburg an die Spitze der Partei aufsteigt, wie es in der KPD ohne weiteres möglich war. Es gab zwar 1920 beim Kampf im Ruhrgebiet meines Wissens keine weiblichen Kampfeinheiten, aber die politische Rolle, die politische Partizipation von Frauen in den Basisgruppen der Partei, der KPD, in der politischen Alltagsarbeit war auf jeden Fall innerhalb der KPD sehr viel selbstverständlicher und normaler als in der alten SPD, wenn auch natürlich Frauen in der KPD genauso extrem minoritär geblieben sind, wie sie es auch in der SPD waren zu der Zeit.
Du hast ja vorhin einmal von Freikorps geredet und da wollte ich ganz kurz einwerfen, weil ich da letztens was zu gelesen habe. Und zwar Münster hat bei der ganzen Geschichte und dem Ruhrkampf auch eine eher unrühmliche Rolle gespielt. Und du hast ja gerade schon das Freikorps Lichtschlag erwähnt, aber da gab es noch zwei andere, Pfeffer und Schulz. Die waren ebenfalls aus Münster, also aus dem 4. Armeekorps, das war ja hier stationiert in der Ägidi-Kaserne, für den Ruhrkampf abgestellt worden und haben da halt ArbeiterInnen ermordet. Es steht auch heute noch ein Denkmal hier in Münster, ein Schandmal, könnte man sagen, das Kürassierdenkmal, das an die Freikorps erinnert, die auch teilweise an der Zerschlagung von, in 1919 von dem Spartakusaufstand beteiligt waren sogar. Deswegen auch in Münster sehen wir die Spuren dieser rechtsradikalen Tendenzen und ja, eine siegreiche zweite ArbeiterInnenrevolution wird dieses Denkmal auf jeden Fall einreißen. Nur ein kleiner Nachtrag. Ja, sehr schöner ergänzender Beitrag, auch mutmachend. Wo ist dieses Denkmal? Wir haben ja etliche Denkmäler. Wir hatten mal früher eine Fahrradtour organisiert. Es gibt so viele faschistische und militaristische kriegsverherrlichende Denkmäler. Wo ist denn das Denkmal, was an diesen Kapp-Putsch erinnern soll? Das Kürassierdenkmal steht am Aasee. Das ist dieses mit diesen metallenen, bronzenen Platten. Das erinnert nicht direkt an den Kapp-Putsch, aber das ist auf jeden Fall das Bataillon, aus dem sich diese Kapp-Putschler rekrutiert haben. Okay. So, dann haben wir nochmal die Frage, welches Problem hatte und hat die BRD an KPD und DKP nach dem Zweiten Weltkrieg? Ich glaube, da die Frage spielt auch an das Verbot. Ich glaube, war das 51 oder 53 der KPD in der Bundesrepublik? Daran spielt das spielt die Frage an. Finde ich auch sehr spannend, die Frage. Die Akten, glaube ich, wurden auch bis heute, glaube ich, gar nicht eröffnet, geöffnet vom zum Verbot der KPD. Vielleicht kannst du uns da gleich noch was zu sagen, Fabian. Ich wollte noch mal drauf eingehen, was du in dem Vortrag angeschnitten hast, dass es im Ruhrgebiet auch eine anarcho-syndikalistische Bewegung gab. Inwiefern hatte die eine Rolle gespielt? Weil Anarcho-Syndikalisten in Spanien hatten ja großen Erfolg mit Generalstreiks und auch der im Grunde Verwaltung Barcelonas und Katalonien. Also welche Rolle haben Anarcho-Syndikalisten in diesem Kapp-Putsch gespielt, Kapp-Lüttwitz-Putsch? Hier sehen wir ein Bild vom Kapp. Vielleicht kannst du auch gleich noch was zu dem sagen, also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Der ist in den USA geboren, weil sein Vater eigentlich revolutionär in der Märzrevolution von 1848 war. Und dann ist er jemand, der halt komplett konterrevolutionär später dann diesen Putsch macht. Auch man sieht richtig gut die, wie sagt man, die Scharten, ne? Also von einer schlagenden Verbindung. Also ultrakonservativer, der dann nach Schweden geflohen ist, aber zurückgekommen ist, um ein Gerichtsverfahren, also er wurde hier, glaube ich, auch wegen Hochverrat oder Umstürzlerei angeklagt und er hatte dieses Gerichtsverfahren, glaube ich, nutzen wollen, um so ein richtig krasses Pamphlet dazu erläutern, also so ein Show-Gerichtsprozess, ist aber dann relativ schnell verstorben. Also vielleicht kannst du noch was zu Kapp sagen, ob der als Person eine wichtige Rolle spielte. Also zunächst einmal zur Gedenkkultur der BRD an die ermordeten Kommunisten und die Ereignisse von 1918 bis 1923 muss man natürlich berücksichtigen, dass die BRD von 1949 bis 1989 in einer direkten Systemkonkurrenz zur DDR stand, die diese Geschichte für sich reklamiert hat. Das ist natürlich für die BRD ein zentral wichtiges ideologisches Anliegen war, die staatsoffizielle Geschichtsschreibung der DDR, ihres großen Systemkonkurrenten zu delegitimieren bzw. aus der Erinnerung zu verdrängen, dass die BRD sich ja gerade in den 50er, 60er Jahren selbst als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches begriffen hat und sich sehr stark in die Kontinuität des Deutschen Reiches stellen wollte, während die DDR sich in die Kontinuität der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung der Zwischenkriegszeit gestellt hat und die Erinnerung an die
Märtyrer der deutschen Arbeiterinnenbewegung zu verdrängen, eine Möglichkeit der BRD war, der DDR eins auszuwischen und zu verhindern, dass die Propaganda der DDR auf allzu großen Anklang der deutschen Arbeiterbewegung stößt. Und zur Person von Kapp. Kapp selbst ist eigentlich eine nicht sehr bedeutende oder bemerkenswerte Figur. Er war ein mehr oder weniger durchschnittlicher reaktionärer Verwaltungsbeamter, bis er ein Gründungsmitglied der Vaterlandspartei geworden ist, einer rechtsradikalen Partei, die sich im Ersten Weltkrieg gegründet hat, die zunächst radikale annexionistische Ziele vertreten hat, für ein gewaltiges deutsches Imperium Europa agitiert hat und danach für eine erbarmungslose Niederwerfung der kommunistischen Bewegung in Europa. Es war eigentlich nicht die Figur Kapp, von der dieser Putsch ausgegangen ist. Ausgegangen ist der Putsch tatsächlich von General Lüttwitz und seinen Freikorpsfreunden, die Kapp dann als das zivile Aushängeschild gewonnen haben, weil sie sich gedacht haben, man muss der Bevölkerung, die mittlerweile ein bisschen an demokratisch-rechtsstaatliche Verhältnisse gewöhnt ist, doch ein ziviles Gesicht der Bewegung geben, einen zivilen Reichskanzler vorsetzen, weil eine reine und nackte Militärdiktatur wahrscheinlich politisch nicht dauerhaft tragbar wäre. Man hat also Kapp dazu überredet, dass er sich dazu hergibt, der zivile Regierungschef dieser Putschregierung zu werden, in der aber garantiert Lüttwitz und die anderen Generäle, wenn sie gesiegt hätten, wirklich das Heft in der Hand gehabt hätten. Man kann wohl davon ausgehen, dass Kapp nach einem Sieg der Putschisten wahrscheinlich auch relativ bald abserviert worden wäre, entweder durch eine direkte Generalsherrschaft oder durch eine protofaschistische Diktatur im eigentlichen Sinne. Aber Kapp war jedenfalls nicht der Initiator dieser Bewegung und er war eigentlich eine persönlich zweitrangige Figur dafür. Dann haben wir eine Frage hier im Chat. Ich würde sagen, schreibt noch schnell jetzt Fragen rein, falls nicht. Ich glaube, dass wir einfach den Fabian hier auch irgendwann in einen entspannten Feierabend entlassen können. Einmal hatte ich hier die Frage, man weiß, die Nationalsozialisten haben gleich als erstes die sogenannten Novemberverbrecher als politische Gefangene in Schutzhaft genommen. Welche Rolle hatten die besagten Putschisten bei dieser grausamen Geschichte? Okay, ich hätte noch vielleicht die Frage, inwiefern hat jetzt dieser Putsch, weil ich glaube, der hieß ja nicht auch Marsch auf Berlin, sollte ja auch der Marsch von Hitler sein. Also inwiefern war das ein Vorbild im Grunde für die späteren Nationalsozialisten, vor allem jetzt im bayerischen Raum? Ist da noch eine Frage eingetrudelt? Nee. Stell schnell noch die Fragen. Dann habt ihr jetzt noch Zeit, während du die beiden Fragen beantwortest und dann würden wir langsam die Fragerunde schließen. Ah, und die Anarchosyndikalisten, welche Rolle spielen die? Vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu sagen. Also zunächst zur Bedeutung der Freikorps für das spätere Dritte Reich und die faschistische Bewegung. Es ist tatsächlich so, wie ich vorhin auch schon kurz angeschnitten habe, dass tatsächlich die Freikorpsbewegung von 1918 bis 1923 eine Kaderschule für den späteren Nationalsozialismus war. Dass eine auffallend große Zahl der späteren KZ-Kommandanten, eine auffallend große Zahl späterer hoher SS-Offiziere, eine auffallend hohe Zahl von NSDAP-Parteikadern tatsächlich Freikorpsoffiziere dieser Zeit gewesen waren, dass das die Zeit ist, in der die späteren SA und SS-Führungsgestalten das erste Mal Blut lecken, in dem sie das erste Mal militärische Erfahrungen im inneren Kampf gegen den politischen Gegner sammeln. Das waren Gestalten wie Ernst Röhm beispielsweise, die damals in den Freikorps sozialisiert wurden, die in den Freikorps ihre politische Ausbildung bekamen und von den Freikorps direkt zum Faschismus überging. Es ist ja auch gerade die Zeit, in der die NSDAP entsteht. Die NSDAP wird zunächst 1918 als eine in München noch relativ unbedeutende kleine nationalistische Sekte mit ein paar Dutzend Mitgliedern gegründet, wird dann aber schon 1920 unter der Führung des jungen Adolf Hitler, der damals gerade erst in München in Garnison lag und in die damals noch DAP genannte Partei eingetreten ist, sehr schnell zu einer zumindest in Bayern dominanten rechten Partei. Die NSDAP schafft es schon bis 1922, 1923, in Bayern und bald allgemein Süddeutschland quasi die Führung der gesamten rechtsradikalen Bewegung zu übernehmen, nimmt natürlich auch schon 1920 sehr aufmerksam die Ereignisse in Berlin um den Kapp-Putsch wahr
Es ist sicher so, dass Hitlers Marsch, geplanter Marsch auf Berlin, beziehungsweise der eigentlich von Gustav von Kahr geplante Marsch auf Berlin, den Hitler dann aufgegriffen hat, in Anlehnung an den Kaputt stattgefunden hat, man aber sicher auch aus den Fehlern von Kapp und Lüttwitz gelernt hat und Hitler daraus die Lehre zog, dass die Reaktion, die Macht ergreifen kann, nur gestützt auf eine kleinbürgerliche Massenbewegung. Dass es nicht geht, dass man im 20. Jahrhundert noch eine rein auf Bajonette gestützte Honoratiorenregierung aufrichten kann. Man braucht im 20. Jahrhundert eine soziale Basis, eine Massenbewegung, um ein reaktionäres Regime aufzubauen. Und die Art, wie Hitler eine faschistische Großpartei aufbaut, ist sicher auch in gewisser Weise Reaktion auf das Scheitern des Kapp-Putsches, das eben gezeigt hat, dass ohne eine soziale Massenbasis, in seinem Fall im Kleinbürgertum, man heute keine Staatsform mehr aufbauen kann. Zu den Anarcho-Syndikalisten haben jetzt bei den Ereignissen von 1920 keine zentrale Rolle gespielt. Sie haben ähnlich wie die KPD und die USPD, nachdem die Bewegung einmal mehr oder weniger spontan in Gang gekommen war, versucht, dort zu intervenieren, dort zu agitieren und Boden zu gewinnen, waren aber keine politisch führende Kraft und sind das auch später im Gegensatz zur KPD nie geworden. Der Anarcho-Syndikalismus in Deutschland ist tatsächlich immer ein sehr kleines Randphänomen geblieben, das niemals eine irgendwie mit dem Spanien der 30er Jahre vergleichbare Bedeutung hätte einnehmen können. In Deutschland ist die Arbeiterbewegung sehr schnell in eine Art Bipolarität zwischen SPD und KPD gegangen. Entweder war man reformistischer Sozialdemokrat oder kommunistischer, leninistischer Kaderparteianhänger. Es gab aber sehr wenig Raum für anarcho-syndikalistische Konzepte und die Ereignisse von 1920 waren eigentlich die einzigen in der deutschen Geschichte, wo Anarcho-Syndikalistinnen überhaupt beim praktischen Aufbau einer zumindest regionalen Verwaltung mal überhaupt eine Rolle gespielt haben, wenn sie auch nicht an der Spitze der Bewegung standen. Ja, sorry, ich kneife mir das Co-Referat, aber das wollte ich so jetzt nicht ganz stehen lassen. Also es gibt 1920 gibt es halt Wahlunterlagen, dass die FAUD, also die Vorgängerpartei der heutigen anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft, massenweise halt Betriebsratwahlen gewonnen hat. Also die waren stärker als der DGB-Vorgänger. Hatten zum Beispiel allein in Deutschland, in Dortmund über 16.000 Mitglieder und haben auch direkt den Aktionsausschuss mitgestellt, zusammen mit KPD und SPD. Und es gibt von Gerhard Kolm, Max Weber-Schüler, direkt von 1921 eine Studie, in der er die Gefallenen auswertet anhand von Dokumenten. Und ungefähr ein Drittel aller Gefallenen waren Anarcho-SyndikalistInnen. Da haben auch Frauen mitgekämpft übrigens. Genau, also die haben schon im Ruhrgebiet eine bedeutende Rolle gespielt, gerade auch in Mülheim an der Ruhr zum Beispiel, weniger in Essen und in Bochum. Ja, genau, also die waren da halt schon ein bisschen doller dabei. Genau, das wollte ich nur mal sagen. Ja, danke auch für diese Ergänzung. Ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Außer reden wir gerade von der FAU, beziehungsweise Vorgänger, FAUD, okay, ich hoffe, das ist geklärt. Ich hätte einmal die Frage, weil das ungefähr so anklang, ja, was ist die Rolle der KPD in dieser Revolution? Weil ich hätte jetzt Informationen, dass die KPD am Anfang in diesem Kapp-Putsch, die KPD Berlin, mit auch Ernst Reuter war, glaube ich, der spätere Völker dieser Welt seht auf diese Stadt, Bürgermeister von Berlin, der ist ja nachher Sozialdemokrat geworden, der war da noch in der KPD, dass die da saßen und diesen Kapp-Lüttwitz-Putsch angeblich als ja, bürgerlicher Konflikt gegen Bürgerliche, also dass das überhaupt nicht als, ja, also es interessiert uns nicht, das ist der Kampf innerhalb der bürgerlichen Klasse, dass die KPD am Anfang total lethargisch gewesen sein soll und erst dann reagiert hat. Und zum anderen, glaubst du, man sagt immer so, historisch wurde die Möglichkeit verpasst, dass im Grunde, wie du schon sagtest, Anfang der 30er Jahre die KPD halt eine Massenbewegung war und zusammen mit der SPD vielleicht hätte den Faschismus mit so einem Generalstreik verhindern hätte können. Aber, und das ist oft die Kritik an der KPD, weil die Moskau gesteuert waren, haben die sich nur auf die Sozialfaschismus-Theorie gestützt, ne? Also dass die SPD der größte Feind ist. Also gäbe es dort eine historische Möglichkeit mit einem Generalstreik, mit einer Querfront zwischen SPD und KPD, den Faschismus, so wie der Kapp-Putsch
verhindert wurde, in den 30er Jahren zu verhindern, oder war aufgrund der Erfahrungen, die wir in dieser Revolution gesehen haben, dass die SPD niemals ein verlässlicher Partner hätte sein können? Also zunächst einmal zum Zaudern der KPD, das stimmt, das habe ich auch im Referat kurz angedeutet, dass die KPD erst verzögert wirklich interveniert hat, dass sie zunächst dieser ganzen Bewegung ein bisschen ratlos gegenüberstand, auch geleitet von ultralinken Positionen, wie du sie schon referiert hast, was natürlich etwas der Erfahrung geschuldet war der letzten Jahre, dass in den letzten 2-3 Jahren es die SPD war, die im Bund mit der radikalen Rechten die kommunistische Bewegung massakriert und bei 3 Gelegenheiten abgeschlachtet hatte. Es ist klar, dass man sich vorstellen kann, dass unter den kommunistischen Kadern die Begeisterung begrenzt war, jetzt in die Bresche zu springen und ihr Leben zu riskieren, um die Ebert-Regierung zu verteidigen, die die kommunistische Bewegung in Deutschland 3 Jahre lang aufs Blut bekämpft und ihre Kader umgebracht hatte. Dass man aber relativ schnell von diesen ultralinken sektiererischen Vorstellungen abgekommen ist und dann doch sich der Streik und der Bewegung im Ruhrgebiet sehr schnell angeschlossen, dort aktiv interveniert hat und das ursprüngliche ultralinke Zaudern korrigiert hat. Man muss generell sehen, dass die KPD in ihren ersten Jahren einen sehr, sehr schwankenden Kurs hatte. Von Ultralinken zu, ich sag mal, Realopposition bis hin zur Rechtsabweichung, der teilweise im Monatsrhythmus hin und her gesprungen ist, es sehr lange gedauert hat, bis die KPD einen mehr oder weniger festen, stabilen politischen Kurs gewonnen hatte. Weil die KPD halt auch einfach in der Zeit noch eine Kleinpartei war, die auf die realen politischen Ereignisse einen sehr begrenzten Einfluss hatte, sich nicht so sehr an ihrer Wirksamkeit in realen Kämpfen messen lassen musste, weil sie einfach keine erstrangige Rolle gespielt haben. Deswegen viel eher bereit war, sich in inneren theoretischen Auseinandersetzungen zu zerfleischen, in denen teilweise auch ultralinke sektiererische Positionen sich durchsetzen konnte, was dann aber doch meistens in der Praxis relativ bald korrigiert wurde. Dann zur anderen Frage, was die Rolle der KPD Anfang der 30er Jahre gewesen wäre. Ja, ich denke sicher, dass es wie der Kapp-Putsch die Reaktion darauf gezeigt hat, ohne weiteres möglich gewesen wäre, den Sieg des Faschismus durch ein koordiniertes Vorgehen der deutschen Arbeiterinnenbewegung zu verhindern, dass das, was das unmöglich gemacht hat, nicht der mangelnde Wille der deutschen Arbeiterinnen war, gegen den Faschismus zu kämpfen, sondern das Versagen der Führung der deutschen Arbeiterbewegung auf beiden Seiten, sowohl der Sozialdemokratie als auch der KPD. Dass die Sozialdemokratie einerseits die Gefahr des Faschismus lange Zeit vollkommen unterschätzt hatte, dann andererseits aufgrund ihres opportunistischen Rechtsreformismus nicht bereit waren, zeitnah mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten, auch aus der berechtigten Angst heraus, dass in einer solchen Einheitsfront die SPD wahrscheinlich sehr schnell von der KPD überflügelt werden würde, aber auch andererseits die Übernahme der Sozialfaschismus-These, die von Moskau angeordnet war, durch die deutsche KPD, die dazu geführt hat, dass man sich auch selbst noch Anfang der 30er Jahre, als die Gefahr durch den Faschismus unmittelbar vor der Tür stand, auf die SPD als einen Hauptfeind konzentriert hat, statt gegen die faschistische Bewegung mit der gesamten Arbeiterinnenbewegung inklusive ihres sozialdemokratischen Teils zu kämpfen und man total die Chance übersehen hat, nicht nur dadurch den Faschismus aufzuhalten, sondern im gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus auch die SPD auszuboten. Ich denke, wenn es tatsächlich 1932, 33 zu einer Einheitsfront von SPD und KPD gekommen wäre, hätte das nicht nur den Faschismus verhindern können, es hätte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch dazu geführt, dass die bisher SPD-treuen Arbeiterinnen schamweise zur KPD übergelaufen wären, nachdem sie gesehen hätte, wer die tatsächlich kämpferische, die tatsächlich ihre Interessen vertretende Partei ist und dass die Perspektive eines Sowjetdeutschland auch in den 30er Jahren noch durchaus eine realistische Option geblieben wäre, wenn nicht sowohl KPD als auch SPD es dermaßen verkackt hätten 1932, 33. Also ich hätte noch eine letzte Frage von mir aus. Ich weiß nicht, ob es hier noch Fragen aus Plenum gibt, wenn, dann ganz schnell. Und zwar, welchen Einfluss hatten die Geschehnisse noch von 1920 und folgend auf Österreich? Und siehst du irgendwelche Parallelen oder Einflüsse, die später dann im Roten Wien, also österreichischer Bürgerkrieg, ich glaube, auch 30er Jahre, da hatten, also gibt es da irgendwelche Parallelen
und hat der Kapp-Putsch und der Ruhraufstand, ja, dieser Versuch der Machtübernahme der Arbeiterinnen in Wien, wurde das beeinflusst? Naja, also man muss natürlich sehen, dass die damals neu gegründete Kommunistische Partei in Österreich, damals in Österreich eine noch kleinere und politisch unbedeutendere Organisation war, als es die KPD in Deutschland war. Dass die KPD in Österreich niemals zu einer, dass die KPÖ in Österreich niemals zu einer wirklichen Massenorganisation geworden ist, wie es die KPD Anfang der 30er Jahre war, weil die österreichische Sozialdemokratie sich auch nicht so komplett diskreditiert hatte, wie es die deutsche Sozialdemokratie getan hat. Die österreichischen Sozialdemokraten haben ja in der Zwischenkriegszeit mehr oder weniger die ideologische Führung eingenommen in der scherzhaft sogenannten Internationale Zweieinhalb von sozialdemokratischen Parteien, die zwar links der Vorkriegssozialdemokratie standen, aber andererseits sich auch abgegrenzt haben vom bolschewistischen Modell von der Sowjetunion, die einen Mittelkurs gefahren haben, dass sie einerseits treu zu den marxistischen Prinzipien stehen wollten, aber doch einen linksreformistischen Kurs geführt haben, nicht wirklich versucht haben, ein sozialistisches System aufzubauen. Diese größere Treue der österreichischen Sozialdemokratie zu den marxistischen Prinzipien, ihre großen Erfolge beispielsweise in der Wiener Kommunalpolitik, haben stark dazu beigetragen, dass die österreichische Sozialdemokratie sich nie so blamiert und diskreditiert hat wie die deutsche und es deswegen auch weniger Grundlage für die Bildung einer massenkräftigen kommunistischen Partei gab, dass der österreichische Kommunismus in der Zwischenkriegszeit immer ein Nischenphänomen geblieben ist. Das ist natürlich der Kapp-Putsch, die Ereignisse in Deutschland 1918 bis 1923 auch in Österreich rezipiert wurden, aber abgesehen von einem kurz nach dem Ersten Weltkrieg unternommenen sehr dilettantischen Putschversuch in Wien oder sogenannten Putschversuch, die KPÖ keine aktive Rolle in der Geschichte Österreichs um 1920 gespielt hat. Die KPÖ ist einfach in dieser Zeit ein solches Nischenphänomen geblieben, dass sie kein erstrangiger Faktor der österreichischen Politik war. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass die deutsche Arbeiterschaft schlussendlich nicht nationalsozialistisch überzeugt gewesen sei. Natürlich, die Kommunisten waren von der Machtergreifung noch einmal ganz stark, aber der Holocaust hätte nicht stattfinden können, wäre nicht die überwiegende Mehrheit nicht davon überzeugt gewesen. Also ich glaube, das rührt so darauf, dass halt unglaublich, also die KPD war ja eine Massenbasis. Und was ist mit den ganzen Arbeiterinnen passiert? Also ich habe auch durchaus schon öfters gehört, dass viele Arbeiter der Basis dann einfach zu den Nationalsozialisten übergelaufen sind, weil die halt auch irgendwie mit diesen Straßenschlachten der Uniformierung, halt auch mit irgendwie einer Art Volkssozialismus halt auch attraktieren konnten. Was denkst du dazu? Von einem Überlaufen der Arbeiterinnen zum Nationalsozialismus kann man nicht sprechen. Es ist natürlich so, dass in absoluten Zahlen auch Hunderttausende Industriearbeiterinnen, frühere SPD- und KPD-Wählerinnen in die NSDAP gegangen sind. Aber die NSDAP war halt Anfang der 30er eine gigantische Millionenpartei, in der von allen gesellschaftlichen Schichten Teile enthalten war. Es war eigentlich die erste wirklich große Klassen- und Schichtenübergreifende, ich sag mal, Volkspartei in Deutschland. Allerdings waren auch innerhalb dieser Massenpartei, die die NSDAP Anfang der 30er Jahre geworden war, Industriearbeiterinnen und Lohnarbeiterinnen allgemein immer drastisch unterrepräsentiert. Es gab in der NSDAP zu jedem Zeitpunkt in Relation zu ihrem Anteil in der Bevölkerung unterdurchschnittlich wenige Arbeiterinnen, aber überdurchschnittlich viele bürgerliche Freiberufler, Intellektuelle, Lehrer, Ärzte, Anwälte und so weiter. Arbeiterinnen waren immer relativ gesehen eine Minderheit innerhalb der NSDAP. Und man sieht es ganz krass beim totalen Scheitern der NSBO, der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation. Das war ein Versuch der Ende der Nazis gewesen, in den 20ern, frühen 30er Jahren, in die Arbeiterbewegung einzudringen, die sozialdemokratischen und kommunistischen Gewerkschafter zu verdrängen. Aber bei allen Betriebsratswahlen haben die NSBO eine komplette Niederlage erlitten. Selbst noch bei den Betriebsratswahlen 1932 hat die NSBO wenige Prozent erreicht, war krass hinter den kommunistischen und sozialdemokratischen Gewerkschaftern. Es ist der NSDAP wirklich zu keinem Zeitpunkt gelungen, in die Kernschichten des Proletariats nennen
wert, einzudringen. Es war natürlich so, dass dann nach der nationalsozialistischen Machtergreifung, nachdem SPD und KPD es nicht geschafft hatten, einen gemeinsamen Widerstand gegen den Faschismus aufzubauen, die Mehrheit der Arbeiterin sich irgendwann resigniert oder teilweise sogar wohlwollend in den neuen Verhältnissen eingerichtet hat, nachdem klar war, es wird seitens ihrer Parteien, es wird seitens der Gewerkschaften keinen organisierten Widerstand dagegen geben, man sich irgendwann schulterzuckend gesagt hat, naja, was soll man machen, man muss sich mit den neuen Verhältnissen halt einrichten. Und es ist halt einfach so, dass in dem Zeitpunkt, wo die Arbeiterinnenbewegung zerschlagen war, was im Frühjahr 1933 der Fall war, es keine organisatorischen Ansatzpunkte für einen organisierten Widerstand mehr gab. Es gab keine Oppositionsparteien mehr, es gab keine Gewerkschaften mehr, es gab kein Versammlungsrecht mehr, es gab keine nicht dem Regime unterstehenden Medien mehr. Es gab einfach keine Kommunikationsmöglichkeiten, wo Massen von Arbeiterinnen sich hätten sammeln und organisieren können. Es gab eigentlich nur die Möglichkeit der Bildung von kleinen Widerstandsgruppen, was ohnehin tausende kommunistische und sozialdemokratische Arbeiterinnen gemacht haben, die aber mehr oder weniger hinausliefen auf individuelles Martyrium, auf individuellen Selbstmord. Es gab in einem bereits gefestigten faschistischen Regime einfach keine Möglichkeit, dass man, solange dieses Regime noch außenpolitisch stabil stand, durch eine spontane Aktion von ein paar Dutzend Arbeitern dieses Regime hätte destabilisieren und eine Revolution in Gang setzen können. Dafür sind in einem gefestigten faschistischen Staat einfach die Voraussetzungen nicht mehr da. Es hat trotzdem tausende Arbeiterinnen gegeben, die das Opfer gegangen sind, individuell in den Widerstand zu gehen. Es gab aber einfach keine Organisationsmöglichkeiten, wo man Oppositionsparteien hätte gründen können, wie es im Ersten Weltkrieg die USPD war. Es gab keine Möglichkeit, dass man legale Streiks hätte durchführen können. Es gab keine Möglichkeit, irgendeine oppositionelle Presse zu betreiben, wie sie 1917, 18 im Kaiserreich existiert hatte. Die Nazis haben deswegen auch sehr schnell gesehen, dass sie selbst nach der physischen Vernichtung der Führung der Arbeiterinnenbewegung 1933 die Arbeiterinnenklasse immer misstrauischer seinen Feind betrachten musste, dass sie es nie geschafft hatten, in den Kernschichten des Proletariats wirklich Boden zu gewinnen und deswegen die Industriebetriebe massiv von Nazi-Spitzen durchsetzt waren, dass man sehr rabiate Gesetze durchgebracht hat, die alle irgendwie widerständigen oppositionellen Arbeiter entweder ins KZ oder in Strafbrigaden gebracht hätten. Die Nazis haben der Arbeiterinnenklasse bis zum Kriegsende durchweg mit sehr großem Misstrauen entgegengeblickt, aus der berechtigten Annahme heraus, dass der Nationalsozialismus etwas war, das unter den Kernschichten der Arbeiterinnenschaft niemals populär werden konnte. Dass zwar die Mehrheit der Arbeiterinnen nach 1933 natürlich die neu geschaffenen Verhältnisse irgendwann resigniert akzeptiert hat, der Nationalsozialismus aber niemals populär gewesen war unter den Leuten, die früher SPDler und KPDler gewesen sind. Man muss halt ganz klar sagen, der Nationalsozialismus war ein Klassenkampfprojekt des deutschen Bürgertums, des deutschen Kapitals gegen die Arbeiterinnen.